Gegenwärtig werden im Rahmen der Förderrichtlinie Maßnahmen zur Anpassung an die Folgen der Klimakrise 78 Projekte gefördert, in deren Kontext auch die Beschäftigung eines Klimaanpassungsmanagers vorgesehen ist. Die Stellenbesetzungen liegen in der Eigenverantwortung der kommunalen Zuwendungsempfänger, wobei eine Mitteilungspflicht gegenüber der zuständigen Projektträgerin Zug GmbH besteht, wenn es zu relevanten Verzögerungen für das Projekt kommt. Die Projektträgerin Zug steht auch unabhängig davon in engem Austausch mit den Zuwendungsempfängern und sieht sozusagen dort letztlich keine Probleme bei der weiteren Stellenbesetzung. Sie haben das Wort zur ersten Nachfrage. Ja, danke schön. Meine Frage ging ja nicht dahin, wie viele Projekte es gibt, sondern wie viele Klimaanpassungsmanager im Einsatz sind. Und jetzt haben wir uns mal kundig gemacht, was sind Klimaanpassungsmanager? Die unterstützen eine Kommune oder eine Organisation dabei, sich an die Folgen des Klimawandels anzupassen. Das ist eine heterogene Gruppe in Bezug auf ihren beruflichen Hintergrund. Es kommen in Betracht Umweltpsychologen, Politologen, Sozialwissenschaftler oder einfach Personen, die Veranstaltungen moderieren oder organisieren können. Mit anderen Worten, jeder, der was kann oder auch nichts kann, kann Klimaanpassungsmanager werden. Also klassische Förderung ihrer Klientel. Meine Frage deshalb konkret auf diese 78 Projekte. Wie viele Klimaanpassungsmanager werden da beschäftigt und was wissen Sie über deren berufliche Qualifikation? Also es sind 78 Projekte. Darin werden immer eine Stelle gefördert, soweit ich das weiß, von meinen Besuchen vor Ort in den Kommunen, wo diese Stellen zusätzlich geschaffen worden sind. Diese Stellen sind oft sozusagen Teil auch dann der Klimaanpassungs- und Klimaschutzmaßnahmen vor Ort. Also es gibt sehr viele Klimaschutzmanagerinnen, die diese Aufgaben in der Vergangenheit erfüllt haben, um dort sozusagen auch Klimaanpassungskonzepte auch der Kommunen zu erstellen. Und von daher kann ich Ihnen jetzt nicht ganz genau sagen, wie viele Menschen in Deutschland ja am Ende jetzt auch in der Klimaanpassung arbeiten. Ich kann aber sagen, wir haben diese Projekte gefördert, diese 78 Projekte. Und dort ist es am Ende die Aufgabe der Kommunen, hier passgenaues Personal für die Außeraufgabe der Klimaanpassung zu finden. Und dass Menschen mit einem sozialwissenschaftlichen Studium, mit einem technischen Studium, mit anderen Qualifikationen sich darauf bewerben und dann dort für geeignet finden, das ist Aufgabe der Kommunen, die Personen auszuwählen und nicht des BMUVs. Wir sind sehr froh, dass die Kommunen hier diese Fördergelder in der Vergangenheit abrufen, weil es ein dringender Bedarf ist, der Klimaanpassung wirklich vor Ort voranzubringen. Sie brauchen nur an die letzten Hitzesommer denken und anders, dann sieht man, wie groß hier der Bedarf ist. Sie haben das Wort zur zweiten Nachfrage. Ja, danke. Aber dass diese KlimaanpassungsmanagerInnen irgendwelche Qualifikationen mitbringen, können Sie ja nur vermuten. Sie wissen ja nicht, wer da so alles vor sich hin wurstelt in den Kommunen, wenn ich das richtig verstanden habe. Also vielleicht gehen Sie da nochmal der Sache nach. Jetzt kosten die ja eine Menge Geld. Ja, die kosten ja nicht nichts, sondern der Bund gibt ja eine Menge Geld dafür aus. Deshalb wäre meine Frage, wie evaluieren Sie denn? Wie wird denn der Erfolg oder der Misserfolg dieser KlimaanpassungsmanagerInnen gemessen? Und kann man auch denen vielleicht nachweisen, dass sie tatsächlich auch dafür da sind, dass CO2-Einsparungen entstehen? Herr Brandner, ich glaube, in Ihrer Frage ist sozusagen steht ein Widerspruch oder ein Missverständnis steht darin. Klimaanpassungsmanagern geht es nicht um Klarheit des Klimaschutzes, sondern es geht darum, Maßnahmen zu definieren innerhalb einer Kommune. Die können in jeder Kommune sehr unterschiedlich sein, die Herausforderung der Kommune, des Landkreises auf die Fragen einer neuen klimatischen Bedingung, in die wir uns hineinbewegen, dort sozusagen Maßnahmen zu entwickeln. Und ich möchte mal ein Beispiel runterbrechen für eine Tourismusregion. Eine Tourismusregion in Thüringen oder in anderen Städten, anderen Ländern, dort werden Maßnahmen definiert, wie der Tourismus sich an die veränderten Bedingungen, klimatischen Bedingungen anpassen kann, wenn weniger Wintersport, aber mehr Sommersport zu leisten ist. Solche Maßnahmen und solche Konzeptentwicklungen müssen in den Kommunen vor Ort entwickelt werden. Eine Stadt hat ganz andere Herausforderungen als der ländliche Raum und deswegen werden auch dort die Qualifikationen sehr unterschiedlich sein, die Klimaanpassungsmanager vor Ort brauchen. Aber dass wir dort eine Planungsstruktur auf den Weg bringen, ist unbestritten. Ich war heute Morgen bei einem Kompetenzaustausch der Länder. Da wird sehr, sehr viel getan und wir werden auch ein Klimaanpassungsgesetz jetzt auf den Weg bringen, erstmals auf Bundesebene, um diesem Thema wirklich Breite zu geben. Und ich würde mich freuen, wenn wir da eine breite Unterstützung im Haus für haben.